Wir Schweizer haben das Glück, dass unsere Gastroszene mehr als nur Rösti oder Biechermüsli bietet. Diese Gerichte können natürlich auch sehr schmackhaft sein. Aber gleich ist es schön, auch international zu essen. Bei uns gibt es alles, oder? Fast alles. Der Jürgen Leonardsberger findet nämlich, ein Produkt käme viel zu kurz. Und genau das will er ändern. Am Zürichsee steht dieses kleine Unternehmen, die Knödel Factory. Gegründet und geführt von Jürgen Leonardsberger. Seine Mission, den Knödel in der Schweiz als festes Bestandteil der Küchenkultur etablieren. Meine Wurzeln sind ursprünglich aus Österreich, mein Vater ist aus Zell am See. Und wir haben als Kind immer Knödel gegessen. Also wir haben, wo wir in Österreich waren, immer hat die Oma Knödel gemacht und das ist meine Kindheit. Und wenn man dann irgendwann mal so 40 ist und als Manager immer im Büro sitzt und nur noch sitzt, dann kommt halt irgendwann die Frage, ist es das wirklich gewesen? Willst du die 20 Jahre, die du noch vor dir hast, so verbringen? Und ich habe gespürt, dass ich immer schon Unternehmer sein wollte. Und dann plötzlich ist die Idee gekommen, warum nicht Knödel? Weil es gibt in der Schweiz niemanden, der die herstellt. Man kommt sie praktisch nie über, aber trotzdem haben sie alle gern. Jürgen Leonardsberger glaubt an den Knödel, an seine Knödel. Die gehören auf jede Menükarte. Als Apero-Häppchen, zur Vorspeisensuppe, als klassische Beilage für ein Wildgericht oder in süßer Form als Nachspeise. Was man hier sieht, ist jetzt der Apero-Knödel, den man auch im Steamer machen kann und dann mit dem Zahnstocher essen kann. Und dann haben wir natürlich auch die Beilagengrösse 80 Gramm und Hauptspeise 160 Gramm. Und dann haben wir vom klassischen Semmelknödel, Speckknödel, Käseknödel, Gemüseknödel, Spinatknödel haben wir dann auch die süßen Zwetschgenknödel, Marillenknödel, wir haben auch Nutellaknödel. Und wir sind natürlich immer sehr offen für neue Kreationen. Kurzerhand hat er seine Garage ausgebaut und die Produktion darin zusehends professionalisiert. Reine Handarbeit ist bei der großen Nachfrage nicht mehr möglich. Wir haben die ersten 20'000 Knödel wirklich alle von Hand gedrüllt und auf die Waage gelegt. Aber jetzt mit der Nachfrage haben wir uns müssen überlegen, dort effizienter zu werden. Und dann haben wir uns den Portionierer zugetan, wo es genau zum Beispiel jetzt hier 20-grammige Knödel rauslässt. Aber wie man sieht, ich nehme gleich jeden einzelnen in die Hand. Ich muss den Teig von Hand machen. Es ist schon, ich würde sagen, 90-95% ist Handarbeit. Die ersten Schweizer Knödel bekommen viel positive Resonanz. Die Medien berichten, das Telefon steht kaum mehr still. Der allgemeine Tenor: Knödel könnten der nächste Gastrotrend werden. Der Kopf hinter den Knödeln will aber mehr Nachhaltigkeit. Mir ist wichtig, dass der Knödel jetzt nicht nur einfach als Trend angeschaut wird, sondern dass er sich in den nächsten Jahren und Generationen fest etabliert in der helvetischen Esskultur. Und das sehe ich als meinen Auftrag, diese Esskultur zu revolutionieren mit dem Knödel. Wer ganz unverbindlich Schweizer Knödel probieren will, der hat diesen Frühling die Chance am ersten Schweizer Knödelfest in Richterswil. Auf Schweizer Genießer kommt definitiv Neues zugerollt.